Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Kops. Ja, wir machen weiter mit der Aussaat, mit Weizensaatgut. Dazu werde ich mal ganz kurz wieder mal einstellen. Ich hoffe mal, dass ich es hinkriege. Aktuell Traktor? Nee, Traktor nicht. Wir wollen ja auch die Sämaschine. Also ist eines kann man ausschalten, ist an. Jetzt schalten wir an. Meine Erfahrung ist, man sollte es erst auch wieder anschalten. Wahrscheinlich liegt daran, dass es bei mir immer klappt. So, hier Kooperativfilm, man kann es kurz kontrollieren. Ist das Maximum, ne? Kann man mit der Maus rechts und links entsprechend einstellen. Die Tiefe sollte so um die 20 cm sein. Dann gucken wir ganz kurz rein. So passt das erstmal. Wie mit Dünger, ob wir das belassen können. Da gehen wir mal. Das ist Feld 3, soweit ich weiß. Jo. Also ab Dünger sieht ganz gut aus. Ich würde das mal so lassen. Ich könnte mal ganz kurz reinschauen. Mein guter, das ist ein Durchschnittswert. Die vorigen Dünger, also was ich vorher mal gedüngt habe, das ist mal noch zu sehen. Da gibt es immer ein paar Schwachpunkte, das hier oben rechts, also oben rechts ist gut, oben, ne? Da hatte ich mal Düngen vergessen gehabt, also hier mit der Sämaschine. Deswegen gucke ich jetzt mal nach, ob das jetzt auch entsprechend klappt. So, es ist trocken geworden und denke mal, wir können besser arbeiten als vorher. Hoffe ich jedenfalls. Dann mal ganz kurz Tempomat einstellen. Dann gleich mal UV gehen, dann runter geht. Und gucken, ob Dünger und Saatgut weggeht. Ja, es geht weg. Somit klappt das auch. Den Tempomat kann man auf Tastatur einstellen. Und zwar mit einem Pluszeichen. Und zwar Tastatur, wo die Buchstaben sind. Nicht da, wo die Zahlen sind halt. Ne? Da nicht. Unten das Symbol. Das blaue ist die Einstellung für Tempomat. Das macht automatisch dann. Ne? Früher haben wir drei T-Stufen gab es ja, Zammel-T war entsprechend schnell, war eigentlich zu schnell zum für die Aussaat. Ich sag mal so, es gibt ja keine, da zieht ja auch mit 50 durch, ne, wenn er könnte. Aber so grob mache ich es mal so wie im LS, Sämaschinen um die 18 km/h. Ne? So hier kurz abbremsen. Aber durchziehen bis zum Schluss. Gerät wieder aufheben und die andere Richtung einschlagen. Ne? Wir wollen ja alles aufsehen. So. Lenkung ist aktiviert, ne? Also sonst lenkt er ganz woanders hin. Wieder anschalten und kurz absenken. Ne? Genau. Ob sich jetzt was auswirkt wegen Auflockern, ob das besser wird oder weniger wird, das weiß ich nicht. Ich probiere es mal aus. Ne? Wir werden es rausfinden, wie Erträge entsprechend gut sind oder nicht sind. Ne? Das soll ja jetzt im März-Update ergänzt werden oder überhaupt jetzt das Flügen bemerkbar machen. Ne? Entschuldigung, das soll ja jetzt im Frühling, also im März kommen. Bei mir ist heute der 16. März. Haben wir noch 14 Tage oder knapp 15 Tage, ne? Wollen wir nicht auf den Tag genau festlegen, aber vielleicht im April ist soweit okay. Deswegen flügen, wenn ich flügen will, dann brauche ich einen stärkeren Traktor. Ja, gut, geldmäßig reicht es noch nicht aus, ne? Leider. So. Jo, so ist das, ne? Ja, war mies heute für Dienstag. Und denke mal, heute werde ich die restlichen Folgen aufnehmen. Für Kettle und Kops. Ich mache jeden Tag eine Folge, die ich veröffentliche.
planen sich einfach besser, ne? Gehen da rein. Immer um 15 Uhr. Könnte auch ein bisschen früher machen. Aber da hat sich, denke mal, so eingespielt jetzt. Letzten Mal jedenfalls. Das ist 12, 14 Uhr und 15 Uhr. Denkt man, die allermeisten, wenn fahren wir das zu tun haben, irgendwas. Denkt man, der eine oder andere Schule vielleicht. Andere arbeiten halt, dann ist es sogar noch früh. Aber früher, ja. Das geht nur Samstag, dann kann es eng werden, ne? Mit der Planung hier, ne? Weil YouTube ja auch noch bearbeiten muss. Und wenn ich da jetzt hochlade vor mir das, kann das da schon ein bisschen eng werden, ne? Bei LS ist nicht ganz so tragisch, da habe ich eigentlich immer bis Sonntag fertig. Habe ich bis Thüringen wieder bis Samstag geschafft, weil eine Folge ging schief. Aber gut, das ist halt so. Ja, da habe ich auf Aufnahme gedrückt und dann ja, kurz anscheinend wieder mal aufdrückt. Und dann war das vorbei, ne? Start und Ende. Und ich dachte am Ende, habe die Folgen gezählt. Oh, sind 8 wieder bis Sonntag? Nö, von 7. Na gut. Nicht tragisch. Bis Sonntag habe ich sicherlich die Folgen auch wieder fertig. Ja, die Maschinenreparatur geht in der Werkstatt, ne? In der eigenen, hufeigenen Werkstatt. Kostet dann entsprechend Geld, ne? Und das werde ich mal dieses Jahr komplett machen mit meinem Gerät. Klar, wir müssen mal die Ernte verkaufen, ne? Und wir müssen auch Geld haben für einen Drescher und so. Deswegen bleiben 6.000 jetzt stehen. Vielleicht immer Dünger. Ja, Dünger sehr wahrscheinlich für das nächste Feld, ne? Wir haben noch ein Feld. Feld 4. Und da geht's auch. Ich könnte ja mal auf 18 einstellen, ne? Das schaltet aber an der Maße, da muss er schalten, ne? Ja, nochmal plus. Mal schauen, ob ich jetzt hinkriege, ne? Anscheinend nicht. Mit Schwung geht's, ne? Weil im LS, da fahren wir immer 18 km/h mit egal welchen Geräten. Denke mal, der Taktlos ist ein bisschen schwach mit 180 PS. Oder so wenig, ja doch. Der Deutz ist ein bisschen besser motorisiert, ne? Glaube ich jedenfalls. Müsste ich nachschauen. Geht ja darum, dass ich da auch einen Flug leisten kann, ne? Einen Flug ziehen kann. Und da kann der eigentlich den 6-Schar-Flug nicht. Ja, und das. Aber ich brauche eh zwei Traktoren. Also ich würde eh den Traktor behalten. Und würde den anderen eher verkaufen. Nee. Mal zurückfahren. Ich brauche Schwung. Weil wenn ich mal Mais machen will, das kommt ja irgendwann, dann brauche ich einen zweiten Abfahrer. Das heißt, ich muss da eh jemanden einstellen. Entweder der Häcksler fährt oder ich lasse dich einfach hier zum BGH fahren. Ne? Da steht noch Rocken. Ob man ernten könnte, ich glaube schon. Ich glaube, das ist nicht im Winter nicht verdorrt. mit 18 ist so viel. Nur ein bisschen minus gehen, ne? Runter auf 16 oder so. Wir müssen noch runter gehen.
wenn wir den fünften Gang fahren können. Ja, ist halt so, ne? Ja, stärkeren Traktor. Weiß nicht, ob das nächste, mit der nächsten Ernte das dann machbar ist. Ne? Also hier 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Das größte, sie bringt am meisten Geld ein, sicherlich. Der Traktor kostet 150.000. Das wird, glaube ich, nicht ganz reichen dafür. Glaube ich, weiß es nicht. Könnte sein, dass bei Weizen ein bisschen mehr rüberkommt, vom Geld her. Aber mal schauen. So, Tee. Und auf geht's, Junge. Sich abbremsen, Gas geben. Ja, wenn er mal Schwung kriegt, ne, dann geht's, ne. Jo. Dünger wird eng. Aber, ja gut. Wir müssen sowieso noch einmal Dünger kaufen. Dünger ist aber recht, Anführungszeichen, noch preiswert. Ne? Saatgut ist am teuersten. Ne? Saatgut kostet das 1000 Liter 2000 Euro. Gut, Saatgut brauchen wir nicht mehr. Hab noch was im Hof, im Lager. Und daher ist das nicht ganz so dramatisch. Das Saatgut ist nicht das Problem. Dünger ist eher das Problem. Dünger wird ein Problem. Naja, Problem. Das können wir kaufen. So, gib Gas, Junge. Gib bergauf. Ja, gut. Dünger sparen bringt auch nichts. Dann müssen wir nachher wieder öfters fahren, ne? Da muss ich so Kontrolle machen nachher, später, wenn es soweit ist, dass wir da dann schauen, was nachdüngen müssen, ne? Wie gesagt, mal grob überdüngen mit dem Streuer, das geht schon. Ja, wir haben März, ne? Bald bisschen spät. 150 Tage soll es dauern, bis es erntereif ist, ne? Ungefähr im August, ne? Ungefähr. Habt ihr da andere bestellt hier? Wieder in der Ecke, zu spät, ne? Zu schnell, ja, gut. Muss ich halt mal die eine Bahn quer machen, das ist ja auch nichts. Jetzt hat er Doppelgeschwindigkeit, jetzt hat er Vollgas. Bisschen zu heftig, meine Vorstellung ist zu doll. Aber Vollgas, das macht er sich durch, ne? Aber ich weiß nicht genau, ob das irgendwie Auswirkungen hat. Aufgrund der. Ja, ob das entsprechend so viel da bemerkbar machen würde, ne? Weiß ich nicht. Ich habe nicht dergleichen gelesen. Die anderen Versionen, die es vorher gab, hatte ich ja nicht gespielt oder so. Haha, deswegen. Die hatte ich ja nicht gespielt. Ich kam damals nicht klar. So, ist halt so, ne? Und da habe ich immer das Interesse verloren. Das war noch eine Zeit, bevor ich angefangen habe, überhaupt Videos zu machen. Ne? Ja, und dann kam irgendwie das raus mit ihrer Release-Version. Und ich dachte, Mensch, Release-Version. Ich habe es ja sowieso schon da gehabt. Ich musste ja nur auf Steam aktivieren. Das hat mir in dem Sinne nichts mehr gekostet. Hat ja alles vorbezahlt. Ja, und dann habe ich das nachher entsprechend gemacht, ne? Einfach mal so gucken, ob territorial dazu ankommt, ne? So, hoch machen, das war V.
Man soll eigentlich nicht auf festen Wegen gruppen, ne? Das ist der Schleiß der Geräte oder nur rocken. Oh. Ja, der blaue Strich ist entscheidend, ne? Ja, der Bereich ist recht dunkel, ne? Teilweise sehr gut gedüngt, ne? Teilweise, naja, ist halt so, ne? Knapp die Hälfte. Das erste Ende ist teilweise schlecht. Das krieg ich auch nicht weg. Dünger fast leer. Naja, jetzt machen wir den Dünger leer und dann geht die nächste Folge los, ne? Ist ja halt mal so. Wenn ich mal groß und reich bin, kann ich auch einen Angestellter einstellen, ne? Die zumindest teilweise die Arbeit machen. Wie gesagt, man braucht auch einen zweiten Traktor, dann baust du eine zweite Sämaschine. Ja, wenn zwei arbeiten sollen, ne? Dann geht's halt schneller, ne? Klar könnt ihr mir ein kleines Gerät kaufen, also mit kleiner Arbeitsbreite. Traktor habe ich ja noch da, aber wie gesagt, der Lohn fehlt ja dafür, ne? Das war jetzt schlecht. Das war zu viel, was nicht gemacht wurde. Gerade hier unten ist noch nichts, was zum Beispiel nachgearbeitet werden muss, ne? Oben war ja eh schon ein Stückchen gemacht werden musste. Würde ich jetzt hier vermeiden. Bitte früher anfangen. Ja, die Felder sind irgendwie zu klein. Also mit Vor- und Nachgewände könnte man machen, ne? Aber ich mach's mal nicht. Gerade bei den ganz kleinen Feldern ist das extrem. Ja, nicht unsinnig, aber dann hast du kaum was in der Mitte gemacht, ne? Ist ja halt so. 147. Dünger. Wenn man das vorher gemacht hätte, das Vorgewender geht ja auch nicht, weil geht schon, aber macht halt keinen Sinn. Weil der Gruppe macht ja immer das Funktion als Löschen, kann man sagen. Ne? Dann ist es eh wieder weg. Ist ja dann blöd, in Anführungszeichen. Ne? Aber vielleicht muss man irgendwann mal so machen, ne? Mit Anfang und Ende. Ne? Dass man grob einschätzt, wenn man anfängt irgendwo. Oder das könnte man auf drei probieren. Ne? 4. Feld 4, glaube ich. Nee. Feld 5. Kriegt aber eine Reihe von hier. Weißt du, oben rechts ist 1. Dann ist 5 und 7. Dann wird es 4 sein. Aber Dünger geht Zweige. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Wenn man dick ist, dann kann man fleißig reinschauen. Ja, und fleißig, ne? Ihr wisst ja, ne? Mal kommentieren. Immer schön. Ja, ja, tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Dann Humboldt Dünger, ne? Tschüss.